Zurück mit Folge 33 von Was wurde aus? Letztes Mal habe ich euch ja wieder gebeten, weitere Wrestler zu nennen, die längst vergessen sind und schon vor Ewigkeiten entlassen wurden. Die Welt des Professional Wrestlings ist wirklich seltsam, nicht wahr? In einem Moment ist dein Lieblingswrestler im TV zu sehen und im nächsten ist er dann nicht mehr in der WWE oder allgemein im Fernsehen zu sehen. Das ist einfach die traurige Realität einer Branche, die wir alle lieben. Schauen wir uns heute also mal wieder 10 weitere ehemalige WWE-Superstars an und was diese heute so treiben. Ihr könnt euch als Wrestler nicht wirklich davor schützen, gefeuert zu werden und ein schlechtes Booking als WWE-Wrestler zu bekommen. Aber ihr könnt eure Daten im Internet schützen, vorzugsweise mit einem vernünftigen VPN. Und hier kommt der heutige Sponsor Surfshark VPN ins Spiel. Für alle, die nicht wissen, wofür man einen VPN braucht, mit einem verschlüsselten VPN-Tunnel verbergt ihr eure IP und niemand weiß so genau, welche Seiten ihr im Internet besucht. Ein weiterer Vorteil ist, dass man schnell virtuell in andere Länder reisen kann und Seiten besuchen kann, die in Deutschland komplett gesperrt sind. Besonders interessant für die Formel 1-Fans unter euch hier ist die Tatsache, dass man mit einem sicheren VPN die Formel 1 in Österreich kostenlos schauen kann. Hier in Deutschland benötigen wir ja leider das teure Pay-TV. Mit dem Code Paraflow bekommst du derzeit ganze 5 Monate gratis und zahlst im besten Paket auch nur knapp 2,60 € im Monat, also nicht mal einen halben Döner. Probiert es aus, ihr habt eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie, außerdem könnt ihr es auf beliebig vielen Geräten nutzen. Also teilt es einfach mit euren Freunden, dann wird es noch günstiger. Link ganz oben in der Beschreibung oder jetzt gleich als Infokarte. Ach ja, das Tag-Team, das mehrere Gimmickwechsel durchlief und es trotzdem nicht schaffte, bei den Fans anzukommen. Um ehrlich zu sein, hatten diese beiden Personen etwas Besseres verdient. Sie hatten das Talent und die Fähigkeit, im Ring großartige Aktionen zu bieten, aber die schrecklichen Gimmicks waren der Grund dafür, dass sie keinen Erfolg hatten. Es war sogar für die Fans schwer, ihr Gimmick der spanischen Stierkämpfer ernst zu nehmen. Falls ihr es vergessen habt, sie waren als Los Matadores bekannt. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Anwesenheit von Kalito den beiden geholfen hätte, wenn er damals noch bei der Company gewesen wäre. Sowohl Epico als Primo wurden im Rahmen der Budgetkürzungen im Jahr 2020 entlassen. Nachdem sie von WWE entlassen wurden, traten beide in der Puerto Ricanischen Wrestling-Firma namens World Wrestling Console auf. Wenn Kalito zurückkehren kann, können es vielleicht auch Primo und Epico, wenn die Zeit dafür reif ist. Jedermanns Lieblings-Lethal-Weapon Steve Blackman. Wenn ihr während der Attitude-Ära ein begeisterter Zuschauer wart, wisst ihr wahrscheinlich auch, wovon ich spreche. Steve hatte dieses MMA-Gimmick, das bei den einen Fans gut ankam, bei den anderen allerdings nicht so sehr. Während seiner Zeit bei der Company hatte Steve mäßigen Erfolg. Der Kerl hatte sogar Siege über Mitglieder der Nation of Domination errungen. Ja, da schließt sich auch The Rock ein. Steve gewann 6-mal die Hardcore Championship und das war's dann eigentlich auch schon. Er wurde nie als Hauptdarsteller angesehen. Er verließ das Unternehmen 2002 und hatte nur einen einzigen Auftritt bei World Extreme Wrestling im Jahr 2004. Das letzte Mal sah man ihn 2007 bei der 15. Jubiläums-Spezialfolge von Raw, wo er an einer Battle Royale teilnahm. Heutzutage arbeitet Steve als Kautionsbürger und betreibt eine eigene Schule namens Blackman MMA, in dem er Jiu-Jitsu und Ringen unterrichtet. Ihr kennt noch den guten alten Kurt, oder? Derjenige, der früher mit Zack Ryder getaggt war und damals auch mit Edge unterwegs war. Kurt und Zack hatten die Aufgabe, Edge zu helfen, Matches zu gewinnen und ihm dabei zu helfen, seine World Championship zu behalten. Die beiden Jungs gewannen in dieser Zeit sogar die Tag Team Championship. Später hatte Kurt keinen Erfolg mehr, da er einen großen Teil seiner Zeit als Jobber verbrachte. Im Jahr 2014 wurde er dann entlassen, kehrte aber 2016 wieder zum Unternehmen zurück. Selbst dann wurde der Mann nur noch als Jobber gebucht und hatte das Gimmick, mehr als 200 Matches nacheinander zu verlieren. Die Pechsträhne endete wiederum dank Zack, als das Duo The Revival bei WrestleMania 35 um die Tag Team Championship besiegte. Sowohl Zack als auch Kurt wurden 2020 entlassen und seither ringt Kurt bei TNA. Feed me more. Haben wir das nicht alle im Jahr 2012 immer wieder gerufen? Ich glaube, da war irgendwas. Ryback ist für die meisten Fans da draußen kein Unbekannter. Als Teil von The Nexus im Jahr 2010 war er als Skip Sheffield bekannt und wurde später im Jahr 2012 als Ryback neu verpackt. Sein Höhepunkt war der Kampf gegen CM Punk um die WWE Championship und obwohl viele glauben, dass er die Championship zumindest einmal hätte gewinnen sollen, hat er dies leider nie erfüllt. Er erreichte einige Erfolge in der Midcard-Szene, als er 2015 die IC Championship gewann.
Er verließ das Unternehmen im Jahr 2016, vor allem wegen kreativer Differenzen, und rang noch ein paar Jahre in der Indie-Szene. Er hat sich einen negativen Ruf als unsicherer Worker erworben. CM Punk hat Ryback mehr als einmal beschimpft, weil er ihn absichtlich verletzt hat. Ryback hat seinen Hass auf CM Punk ziemlich unverblümt geäußert. Er twitterte, dass er sich offiziell aus dem Pro Wrestling zurückziehen würde, wenn Punk dieses Jahr zur WWE zurückkehren werde. Und dann kehrte Punk zurück und Ryback weigerte sich dann, wenig überraschend, zurückzutreten. Sehr witzig. Naja, gut. Heutzutage hat er seinen eigenen YouTube-Kanal mit dem Namen Ryback TV, auf dem er Inhalte rund um das Wrestling veröffentlicht. Apropos Stars, die kleine kreative Differenzen mit der WWE hatten. Sasha ist eine hervorragende Performerin. Sie war an der Spitze der Frauenrevolution, die 2015 stattfand. Sie war phänomenal bei NXT und ihre Kämpfe gegen Bayley gehören zu den besten Frauenkämpfen aller Zeiten. Sie hat den Women's World Title mehrfach gewonnen und war sogar im Main Event bei der ersten Nacht von WrestleMania aus dem Jahre 2021 gegen Bianca Belair. Sasha Naomi verließ die WWE aufgrund kreativer Differenzen im letzten Jahr und sie waren die Women's Tag Team Champions, als sie gingen. WWE suspendierte beide Frauen und später im Jahr scheiterten sie daran, einen Vertrag mit ihr auszuhandeln. Sie nennt sich jetzt Mercedes Moné und ringt für New Japan Pro Wrestling und Stardom. Sie hat sogar die IWGP Women's Championship gewonnen. In diesen Tagen ist Sasha Banks in aller Munde, denn die Gerüchte, dass WWE Sasha zurückbringen könnte, sind auf einem Allzeithoch. Sogar AEW ist hinter Sasha her. Wir müssen abwarten und sehen, wohin Sasha Banks als nächstes geht. Orlando, wer? Einige von euch stellen sich sicher diese Frage gerade. Orlando Jordan war 2003 in der Midcard-Szene zu finden. Er hat gegen Leute wie John Cena, Brock Lesnar und Chris Benoit gerungen. Ihr kennt wahrscheinlich diese Matches überhaupt nicht, denn sie waren allesamt nicht besonders erinnerungswürdig. Orlando ist am besten dafür bekannt, dass er in JBLs Kabinett war, das von JBL angeführt wurde und die United States Championship gewann. Überraschend ist hier, dass Jordan Cena besiegte, um den Titel zu gewinnen. Natürlich mit der Hilfe von JBL. Orlando verlor den Titel beim SummerSlam 2005 an Benoit. Jordan wurde 2006 entlassen und rang ein paar Jahre lang für TNA. Neben der Leitung einer Wrestling-Schule tritt Jordan hin und wieder auch als Wrestler auf. Zuletzt sah man ihn im September diesen Jahres bei der Promotion All-Star Wrestling Australia ringen. Wenn ihr AEW verfolgt habt, wisst ihr sicherlich, wer jetzt Billy Gunn ist und was er jetzt macht. Trotzdem, Billy ist großartig. Selbst in diesem Alter hat man das Gefühl, dass Billy immer noch in den Ring steigen kann. Als er Teil der New Age Outlaws an der Seite von Road Dogg, hatte Billy die Fans hinter sich. Als sie sich mit DX verbündeten, erreichten die Dinge ein ganz anderes Niveau. Das Stable war nicht mehr zu stoppen und die Segmente, die wir bekamen, waren unübertroffen. Während seiner Zeit bei WWE gewann Billy 11-mal die Tag Team Championships. Außerdem hielt er einmal die IC Championship und zweimal die Hardcore Championship. Im Jahr 2019 wurde er dann als Teil von DX in die Hall of Fame aufgenommen. Seit 2019 ebenfalls ist Billy bei AEW. Er ist auch der aktuelle AEW World Trios Champion mit The Acclaimed. Ihr erinnert euch das sicherlich noch an Giant Gonzalez, der größte Superstar in der Geschichte der WWE. Gonzalez war nie der beste Wrestler seiner Zeit. Seine einzigartige Präsentation war es jedoch, die einen Großteil des Publikums zu ihm hinzog. Während seiner kurzen Zeit bei WWE lieferte sich Gonzalez eine Fehde mit dem Undertaker, konnte sich aber bei den Fans nicht durchsetzen. Schwere gesundheitliche Probleme, die von Diabetes Typ 1 herführten, führten dazu, dass er sich 1995 vom professionellen Wrestling zurückzog. Leider verstarb Gonzalez im Jahre 2010 an schweren Herzproblemen. Man kann sich nur vorstellen, ob seine Karriere ohne diese gesundheitlichen Probleme noch länger gedauert hätte. Wie viele Superstars in dieser Branche können von sich behaupten, dass sie in diesem Geschäft so erfolgreich sind wie ihre Eltern und vor allem seit Jahren noch in einem Royal Rumble Match sind? Curtis Axel kann leider das erste zumindest nicht von sich behaupten. Als Sohn des legendären Mr. Perfects hat es Curtis nicht geschafft, in der WWE groß herauszukommen. Der arme Mann wurde von vielen nur als Jobber angesehen oder viel schlimmer noch, vor einigen als Handlanger von dem Miz. Curtis war als Michael McGillicuddy bekannt, als er bei NXT war und Teil von The Nexus. Genau wie Ryback wurde im Jahr 2013 neu verpackt. Die Dinger sahen großartig aus, als er mit Paul Heyman zusammengetan wurde und die Intercontinental Championship gewann. Doch selbst Paul konnte ihm nicht helfen. Von 2015 bis 2017 verlor Curtis nur noch Matches. 2017 wurde er dann mit Bo Dallas als Teil von dem Mistourage gepaart. Die beiden gewannen die Tag Team Championship und es war es dann eigentlich auch schon wieder. Er wurde dann 2020 entlassen, kehrte dann aber 2022 für ein paar Monate zurück, wo er als Produzent hinter der Bühne arbeitete.
Es schmerzt einfach, Damon hätte ein großer Hit werden können. Er hatte einfach alles und mehr als das, er hatte die Fans hinter sich. Er kam als intellektueller Heel in die Szene und das Gimmick funktionierte. Er gewann sogar den Money in the Bank Vertrag im Jahr 2013, konnte ihn aber nicht erfolgreich gegen John Cena einlösen. Genau wie Curtis wurde Damon mit The Miz gepaart. In diesem Fall wurde er das Stunt-Double von The Miz. Man sollte meinen, dass dies misslungen wäre, aber nein. Damon kam bei den Fans einfach auch damit mega gut an. Mit seiner komödiantischen Art wurde er über Nacht zum Erfolg und das hätte ihn an die Spitze katapultieren müssen. Nein, die WWE hat es mal wieder natürlich vermasselt. Viele waren schockiert, dass er im Jahr 2016 entlassen wurde. Seitdem ist Damon immer wieder in der Indie-Szene und der NWA aufgetaucht. In meinen Augen wird Damon für immer einer der am wenigsten genutzten Stars aller Zeiten bleiben. Das war schon wieder für heute, Leute. Lasst mich in den Kommentaren weitere vergessene Wrestler wissen, die vor Jahren mal von WWE entlassen wurden und bei denen ihr gerne mal wüsstet, was die eigentlich heute so machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mal auf jeden Fall ein Abo da und ein Like, damit ihr keins mehr in Zukunft verpasst. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr schaut und ciao.